Heute am 20. Jänner steht nichts Besonderes am Programm. Am Vormittag flanieren wir ein wenig den Strand entlang und besuchen die Stände der Händlerinnen. Vielleicht finden sich ja ein paar Souvenirs. Wir entdecken ein schönes Armband, das aber leider nicht passt. Kein Problem, sofort wird ruckzuck ein neues gemacht. Natürlich passend, nach Maß. Junge Novizen auf Bettelgang sammeln reichlich Reis ein. Wahrscheinlich versorgen sie gleich das ganze Kloster. Als wir in unsere Villa zurückkehren, finden wir zwei Flaschen Wein vor, als Entschuldigung vom Manager. Nebenan eröffnet ein neues Hotel, das Jade Marina. Schon heute haben wir tagsüber die Proben mitbekommen. Mit der Ruhe ist es dann natürlich vorbei. Mit den zwei Flaschen Wein entschuldigt sich der Manager für die Unannehmlichkeiten. Nach diesem akrobatisch waghalsigen Sprung ist Erholung auf der Hängematte angesagt. So wie das Meer plätschert auch der Tag dahin. Und wie üblich marschieren wir gleich nach Sonnenuntergang hinüber ins Golden Sea zum Abendessen. Lee ist mit seiner russischen Kundschaft beschäftigt und kam beim Pew steht wieder Doris Fotomodell. Heute leisten wir uns Tiger Bronze und King Bronze, um mal den direkten Vergleich zu haben. Das ist Tiger Bronze jetzt, gell? Das ist Tiger Bronze und das ist King Bronze. Und das sind die King Bronze. Zusätzlich gibt es die erste Krabbensuppe unseres Lebens. Show me? I've never eat this. Yeah, okay. Well, first you have to take it as soap soup. Yes. Da wir keine Ahnung haben, erklärt uns Lee, wie man eine Krabbe richtig isst. Heute steht schon ein gigantisches Festmahl auf dem Tisch. Auch von einem der nicht gerade seltenen Stromausfällen lassen wir uns nicht stören. Burmesischer Stromausfall. Romantisch. Was für ein Krabbenessen? Candlelight Dinner. Mit Krabben. Mit Krabbensuppe. King Bronze und Tiger Bronze. Und Tomato Salad und Papaya Salad. Und die ersten Krabben. Und die ersten Krabben im Leben. Für mich auch die letzte. Als wir in unsere Villa zurückkehren, finden wir diese Einladung vor. Natürlich werden wir ihr Folge leisten. Freuen wir uns also auf ein wenig traditionelle Musik und Tanz.